Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Donphan. Heute geht es rein ins DLC. Und ja, wir gucken, was uns erwartet. Ich versuche das kurz und bündig zu schneiden. Nicht, dass ich hier jetzt eine Stunde Gameplay euch um die Ohren haue. Los geht's. Versuchen wir das Beste in einer Stunde kompakt mitzunehmen. Bring, bring. Hallo Donphan, ich bin's Jim. Wie geht's? Wie steht's? Hallo Senior Jim. Entschuldige, dass ich einfach so anrufe. Du bist sicher schwer beschäftigt. Aber glaub mir, es lohnt sich, dass du den Anruf angenommen hast. Es ist nämlich so, dass unsere Akademie jedes Jahr zu dieser Zeit eine Exkursion veranstaltet. Und zwar in Zusammenarbeit mit einer anderen Schule. Und ob du es glaubst oder nicht, du wurdest als Teilnehmer ausgewählt. Dieses Jahr geht die Reise in die östliche gelegene Kitagami-Provinz. Ja, wir konnten gerade auf der Karte sehen, dass ein Ausrufezeichen gesetzt ist. Moment, du bist etwa... Ja, du bist es. Du wurdest doch für die Exkursion ausgewählt. Wie war dein Name noch gleich? Ich bin der weltberüchtigte Donphan. Ah, Donphan, du bist einer von der höflichen Sorte, wie? Nein, absolut nicht. Oh, du kannst sogar Terra kristallisieren. Krasser Schraß. Ja, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Breana. Ja. Hi Donphan, schön dich hier zu sehen. Du hast echt ein Riesenglück, dass du gleich in deinem ersten Jahr auf Exkursion geschickt wirst. Ich würde nur zu gern mitkommen. 3 Wochen später. So, pack bitte deine Sachen und dann geht's auch gleich wieder los. So Donphan, ich muss kurz deine Karte upgraden. Ja, let's go, ich will in die Kitagami-Provinz. Bist du bereit für die Reise in die Kitagami-Provinz? Donphan? Ja. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Felinus und Yanmas. Begeb dich nach Midoriya. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Karte an. Wenn du innerhalb der Karten-App oder die R-Taste drückst, kannst du eine andere Karte wechseln. Verstehe. Das Areal ist noch immer nicht das DLC. Das ist wahrscheinlich dann der zweite Teil des DLCs. Gibt's doch nicht, ey. Jawohl. So, noch ein Netzball und jetzt bleibt drin. Oh, und den hier, den haben wir sehr lange nicht mehr gesehen. Paraheiler, hier ist eine kleine Höhle. Okay, da gehen wir mal rein. Ränkeschmied, immer gut. Und Vivien, let's go. Oh, da ist das Wommelchen. Jawohl. Aha, hohes Gras. Na, was haben wir denn da gesehen? War da ein Vulpix? Ey, ich kann hier nicht mal diesen kleinen Berg besteigen. Was ist los hier? So, das ist die City, die erste City, die wir hier antreffen.
Ah, und jetzt lernen wir hier die zwei Kontrahenten kennen. Oder sagen wir mal das Geschwisterpaar. Hannah, sieh mal! Aber dieses Vulpix da im Hintergrund, ne? Wieder broken mit den FPS da. Hey, bist du von dieser Akademie in der Paldea-Region, oder? Wie cool! Sei still, Jo. Ich bin Hannah. Ein Fremden wie dich lasse ich nicht einfach so nach Midoriya spazieren. Nichts da. Ihr coole Augen. Vivian, let's go. Easy. Und Vulpix, okay. Jetzt erstmal eine Kehrtwende. Ey, ey, das ist alles Strategie, ja? Lach mich nicht aus. Holy shit. Ah, okay. Okay. Ah, Hilfe. okay, die sweep hier gerade durch. Vivian. So, Tiefschlag kommt. Nicht dein Ernst, was machst du jetzt denn? Ihr Licht. Die kontert mich aus, das ist ja peinlich. Okay, das ist ziemlich eskaliert hier. Hätte nicht gedacht, dass ich so kämpfen muss. Morcha, okay. Vivian bleibt drin. Okay. Wir resisten das, oder? Also das müssen wir tanken. Ja nicht, okay. Morcha ist ein bisschen zu heftig. So, Vivian, let's go. Tiefschlag. Geschafft. Null Problem. Wow, abgefahren. Das ist echt meine Schwester verprügelt. Die konnte ich noch verlieren. Ja, ganz schön temperamentvoll, die Hannah. Ah, da ist das Pokémon Center, ich sehe. Aber er ist kein Verkäufer. Wir entwickeln erstmal alle unsere Pokémon. Sieht ziemlich aggro aus, die Krankenschwester. So, was gibt's bei der Thermaschine zu finden? Ab hier fängt's an. Dunkelnebel ist dabei, okay. Toxin, Sandgrab, Roll, Erdanziehung, nice, Katapult, Pyroball, Abschlag, Kieferbiss, Superzahn, das ist sehr neu, Kieferbiss kann man auch machen, okay, könnte das Sichlo lernen bitte, so Vakuumwelle, Anfallen, Erdestärke, Eisbär, Siedewasser. Siedewasser, yay. Mal gucken, wie viele Pokémon Siedewasser wieder lernen können. Brandstempel. Solarklinge. Ja, sehr gut, ne? Solarstrahl war schon da, aber Solarklinge wurde weggenommen. Komischerweise.
Aufruhr, ja, eine nicht so beliebte Attacke. Power Punch, Meteorologe, eine sehr geile Attacke. Grasrutsche, beste. Neidflammen, Rollwände, Doppelflügel, Poltergeist, Frustventil, Schuppenschuss, Nebelexplosion. Oh, wie viel sind das denn jetzt? 29 neue Attacken. Holder die Waldfee. Okay. Ja, das ist die Bude. Genießt euren Aufenthalt. Macht nichts kaputt. Und lasst alles sauber. Geil. Guckt euch die Platte an. Klingplim mit Möhren und Ananas oder was auch immer. Das ist der Gemeinschaftsraum. Hier könnt ihr nach Berlin fernsehen und euch unterhalten. Die Kantine befindet sich dort vorne. Wenn ihr Bock auf den Fraß habt, viel Spaß damit. Und da drüben sind die Toiletten, wenn ihr wieder das rauskotzen wollt. Na, wollt ihr zum Herrn Verwalter was sagen? Ja. Immer diese komischen Alternativantworten, die gar keinen Sinn machen. Ja, ich gehe schlafen, wenn es sein muss. Oh, Gruppentreffen draußen. Guten Morgen alle zusammen. Habt ihr gut geschlafen? Ab heute sind noch die Schüler der Blauakademie mit von der Partie. Könntet ihr euch bitte kurz vorstellen? Hallo, ich bin Hanna. Ich bin eigentlich sehr, sehr nett. Ich meine immer. Ich bin Jo. Geiler Name. auf irgendwelchen Tafeln stehen die Legende von Kitagami. Und da müssen wir ein Foto mit der Infotafel machen. Ich denke, die werden gleich auch abgebildet sein als Ziel. Rede mit den Schülern der anderen Schule. Lass mich raten, du bist hier, um dich aus Mitleid mit uns Außenseitern auszutauschen. Ja, das ist selbstverständlich. Wie nobel von dir, ich bin ja sowas von gerührt. Was würden wir nur ohne dich tun? Mein kleiner Bruder ist jedenfalls ganz besessen von dir. Spinnst du, was erzählst ihm das? Pass auf, wie du mit mir redest, Freundchen. Ja, ist ja gut. Oh, Siapfel ist noch nicht am Start. Danke für die Bewegungsfreiheit. Knips ein Foto vor der Infotafel. Mach ich sofort. Limonade. Lesung. Paar Bälle. Pokepuppe. Ja, und Zutaten ohne Ende, ne? Oh, ich kann auf Koraidon jetzt reiten. Okay, ich soll ein Foto von der Infotafel machen. Aha, da lang. Der Fenster, let's go! Ich dann Pokémon? Sterralili muss ich hier wieder fangen, oder wie? Okay, was passiert jetzt? Eigentlich habe ich dieses Pokémon. Ja, da war ein Geräusch. Bedroher kommt. Da gucken wir ganz bedrohlich. So. Geh mal zurück zu deinem Platz. Aha. Hier ist die Infotafel. Das hier ist die erste Infotafel. Habe ich dich etwa erschreckt? Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier treffen würden. Egal, wir sollen lesen, was hier geschrieben steht. Stimmt's? Ich kenne die Geschichte schon. Daher, nur zu. Lies durch. Na, lass mich mal durchlesen. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein furchterregender Oni in Kitagami. Er
hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren just zu jener Zeit auch Boninu, Benesaru und Beatori zugegen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Das sind die drei. So, sollten wir nicht jetzt noch ein Foto vor der Infotafel machen, als Beweis, dass wir hier waren? Kannst du das nicht bitte machen? Peace. Alles klar. Das sieht irre gut aus. Selbst fotografieren bist du der Hammer. Willst du auch mal? Sorry, so war das nicht gemeint, aber nächstes Mal vielleicht. Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf diese Exkursion, aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Ja, Leute. Das war jetzt eine Stunde Gameplay und ich hab's jetzt zusammengecuttet. Nochmal ganz zum Schluss abonnieren, liken nicht vergessen. Ich werde noch mit einem Video das wahrscheinlich nochmal aufploppen lassen. Jedenfalls hoffe ich, ihr seid beim nächsten Video nochmal dabei. Bei der nächsten Gameplay-Stunde. Bis dann.